Wir sind ja in den letzten Dekaden laut Popkulturanalysten von Boomer über Generation X, von der zu Gen Y, von dieser zu den Zoomern und schließlich bei der sogenannten Generation Alpha gelandet. Trotz der Scheindebatten dieser Gruppen untereinander haben sie doch gemeinsam, dass während ihrer Epochen stolz Individualismus gepredigt wurde. Das heißt, dass zunächst gewachsene soziale Gemeinschaften wie Sippe und Familie und heute die Mann-Frau-Beziehung zugunsten des Individualrechts geopfert wurden. Individualisierung ist Asozialisierung und damit Schwächung der Gemeinschaft. Heute haben wir eine Gesellschaft aus Individuen, keine Gemeinschaft. Und der Feminismus ist aktuell nun mal dominierender Ausdruck des Individualismus. Das Problem dabei, hochwertige Männer werden sich nicht mit hedonistischen Frauen binden. Und ein Großteil dieser Frauen wird als Single-Mama enden.